Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In den vorhergehenden Videos haben Sie die Indexfunktion bereits in verschiedenen Varianten kennengelernt und in diesem Video will ich Ihnen eine weitere Variante, die sogenannte Bereichsversion der Indexfunktion, vorstellen. Hierzu habe ich Ihnen drei verschiedene Zahlenreihen vorbereitet, 1 bis 7, die Zweierreihe bis 14 und die Dreierreihe bis 21. Und Sie wissen ja bereits, dass man mithilfe der Indexfunktion aus einem Bereich unter Angabe einer Zeilen- und Spaltennummer eben den entsprechenden Wert an dieser Position herausfinden kann. Sagen wir mal, wir möchten in diesem Bereich den Wert in der dritten Zeile ersten Spalte finden, dann ist das der Wert 3 und wir würden das entsprechend angeben. Ich schreibe das mal hierhin als gleich Index. In dem Bereich hätten wir gerne den Wert in der dritten Zeile und in der ersten Spalte. Es gibt ja sowieso nur eine Spalte, runde Klammer zu, und dann bekommen Sie auch diesen Wert. Nun möchte ich das Ganze aber etwas flexibler gestalten. Ich möchte auch auswählen können, aus welcher Zahlenreihe ich den Wert in der dritten Zeile und der ersten Spalte holen will. Dabei möchte ich so vorgehen, dass ich die Zahlenreihe einfach per Nummer notiere, hier in dem Eingabefeld, Zahlenreihe 1, 2 oder 3, und dann die Zeile und die Spalte angebe und dann mit der Indexfunktion den entsprechenden Wert finde. Und genau dafür gibt es die sogenannte Bereichsversion der Indexfunktion. Und das notieren Sie genau wie vorher auch mit Index, runde Klammer auf. Nur müssen Sie jetzt verschiedene Bereiche auswählen. Und diese Bereiche müssen grundsätzlich in runden Klammern notiert werden. Sie geben also nochmal eine runde öffnende Klammer ein, wählen die entsprechenden Bereiche, jeweils durch Semikolon getrennt, folgt immer der nächste Bereich, wieder Semikolon, dritter Bereich, runde Klammer zu, und damit haben Sie sämtliche Bereiche hier ausgewählt und Sie geben nun an, genau wie bisher auch, in welcher Zeile Sie nachsehen wollen. Nun beispielsweise in der, die hier in der Zelle B14 hinterlegt ist. Der nächste Parameter hier ist die Spaltennummer und die Spaltennummer finden Sie in der Zelle B15. Und müssen dann aber noch angeben, welchen dieser drei Bereiche Sie durchsuchen möchten. Das ist dann letztendlich der vierte Parameter. Hier steht also nichts anderes als die Nummer des zu durchsuchenden Bereichs. Diese Nummer steht hier in der Zelle B13. Wir sagen hier runde Klammer zu. Und damit finden wir den Wert 6. Schauen wir mal nach, ob das stimmt. In der Zahlenreihe 2. Zeile 3, Spalte 1, das ist die Zahlenreihe 2. Zeile 3 ist hier und Spalte 1 ist sowieso, es gibt sowieso nur eine Spalte, das ist hier tatsächlich die Nummer 6. Wir probieren es mal mit Zahlenreihe 3, Zeile 5. Wir geben hier also ein, Zahlenreihe 3, Zeile 5. Und Sie sehen, das hier ist 15. Wenn wir das nachgucken, 1, 2, 3, 4, 5, Zeile 5, das ist tatsächlich 15. Die Indexfunktion bietet Ihnen somit nicht nur die Möglichkeit, in einem gegebenen Bereich an einer bestimmten Position herauszufinden, welcher Wert dort steht, gegeben über die Zeilen- und Spaltennummer. Sie haben sogar die Möglichkeit, einen Bereich aus mehreren sozusagen auszuwählen. So wie es hier angegeben wurde, wir schreiben als ersten Parameter die Bereiche in runden Klammern. Und die Bereiche werden jeweils durch Semikolon getrennt, dann folgt die Zeilen- und die Spaltennummer und zuletzt im vierten Parameter folgt dann die entsprechende Bereichsnummer, der Bereich, der letztendlich durchsucht werden soll. Natürlich kann man diese Variante der Indexfunktion auch in anderen Formeln benutzen, beispielsweise in der Summenformel. Hier möchte ich erreichen, dass ich wahlweise die Nummer der Zahlenreihe eingeben kann, also 1, 2 oder 3, und dann hier die entsprechende Summe gebildet wird über alle Zahlen in diesem jeweiligen Bereich. Das macht man dann so, dass man hier wie immer zunächst mal die Funktion Summe notiert und über die Indexfunktion wird man dann den entsprechenden Bereich auswählen, den man aufsummiert haben will.
Ich muss hier nochmal die runde Klammer aufmachen, um die einzelnen Bereiche zu notieren. Also H5 bis A11, Semikolon, zweiter Bereich C5 bis C11 und der dritte Bereich E5 bis E11. Runde Klammer zu für die Bereichsangaben, Semikolon und als Zeilennummer muss ich jetzt die 0 angeben, damit ich nicht den Wert in einer speziellen Zeile bekomme, sondern sozusagen die ganze Spalte. Und als Spaltennummer gebe ich wieder die 1 an, dann bekomme ich eben die komplette erste Spalte in diesem Bereich. Semikolon, der vierte Parameter ist dann wieder die Auswahl des entsprechenden Bereichs. Die Nummer für diesen Bereich steht hier in der Zelle E13. Hier hole ich mir die Nummer her. Runde Klammer zu, damit habe ich jetzt die Indexfunktion abgeschlossen. Nächste runde Klammer zu, schließt die Summenfunktion ab. Wir sagen Enter. Und sehen dann, in der Zahlenreihe 2 ergibt sich die Summe 56. Das will ich hier vielleicht nochmal nachvollziehen, ob das jeweils stimmt. Wir haben hier die Summenformel für den Bereich 2 und ich kopiere sie auch mal rüber für den ersten und für den dritten Bereich. Hier haben wir 28, 56 und 84 und wir probieren einfach aus, was passiert, wenn wir die erste Zahlenreihe summieren wollen, dann kommt korrekt 28 raus und bei der dritten Zahlenreihe sind es dann korrekt die 84. Sie sehen also, mit der Indexfunktion können Sie eine gewisse Flexibilität erreichen. Ich will Ihnen das Ganze nochmal an einem weiteren Anwendungsbeispiel vorführen. Wir gehen mal hier in das Anwendungsbeispiel rein. Und Sie sehen, hier geht es um verschiedene Medikamente, um Aspirin-Komplex, Aspirin plus C und Aspirin-Effekt. Hier haben wir jeweils verschiedene Packungsgrößen von 10, 20 oder 40 Stück und die jeweiligen Preise sind hierzu notiert. Ich möchte jetzt erreichen, dass man an dieser Stelle in dem Eingabefeld hier eines der Medikamente auswählen kann, zum Beispiel Aspirin-Komplex. Dass man hier eine Packungsgröße auswählen kann und dass über den Befehl Index der entsprechende Preis gefunden wird. Da in diesem Anwendungsbeispiel die Bereiche hier im Wesentlichen gleich aufgebaut sind, kann man natürlich hierfür wieder die Indexfunktion in ihrer Bereichsvariante verwenden. Ich muss ja hier jeweils aus den Preisspalten die richtige auswählen. Somit muss ich zunächst mal aus der Auswahl hier Aspirin-Komplex plus C oder Effekt sozusagen die Bereichsnummer 1, 2 oder 3 hier ermitteln. Hierfür kann ich zum Beispiel die Vergleichsfunktion verwenden. Ich kann zum Beispiel an dieser Stelle eingeben Vergleich und ich suche den Begriff, den ich hier ausgewählt habe. Das ist mein Suchkriterium, Semikolon. Und wo suche ich diesen Suchbegriff? Nun, in dieser Zeile, wo eben die Medikamentnamen stehen. Semikolon als Vergleichstyp verwende ich wieder die genaue Übereinstimmung, weil ich ja genau diesen Begriff suchen will. Somit habe ich jetzt, wenn ich Aspirin-Komplex ausgewählt habe, die Findeposition 1. Wenn ich Aspirin plus C ausgewählt habe, die Findeposition 4. Denn in dieser Liste hier steht Aspirin plus C an der vierten Stelle. Und ich will das hier vielleicht mal durchnummerieren, damit man das genau sieht, an welcher Stelle was steht. Ich gebe hier einfach die Funktion Spalte ein, sodass man hier jeweils die Spaltennummer erkennen kann. Somit können Sie jetzt sehen, die Vergleichsfunktion findet Aspirin-Komplex an der Stelle 1. Aspirin plus C an der Stelle 4 und Aspirin-Effekt an der Stelle 7. Wie kann ich aus diesen Zahlen 1, 4 und 7 die Bereichsnummern ermitteln? Nun, da müssen wir ein paar mathematische Überlegungen anstellen. Ich will mal die Zahlen 1, 4 und 7, die von der Vergleichsfunktion hier herauskommen, untereinander schreiben. Und jetzt nach längerem Nachdenken kommt man vielleicht auf die Idee, dass man vielleicht an dieser Stelle 1 abzieht. Das heißt, ich will von diesen Zahlen 1 abziehen. Also dieses hier möchte ich nehmen und 1 abziehen.
Und dadurch komme ich zu den Werten 0, 3 und 6. Und Sie sehen, das sind alles Dreierzahlen. Wenn Sie diese Dreierzahlen durch 3 teilen, also ich schreibe das mal hier hin, ich teile durch 3, / 3, das ist das, was ich machen will. Also dieses hier durch 3 geteilt. Wenn ich das also durch 3 teile, komme ich zu den Zahlen 0, 1 und 2. Aber das ist noch immer nicht ganz die Bereichsnummer, die ich haben will. Ich möchte ja die Bereichsnummer 1, 2 oder 3 herausbekommen. Also muss ich an dieser Stelle zu diesen Zahlen nochmal 1 dazuzählen. Auch das will ich nochmal notieren. Plus 1. Wir sagen also, an dieser Stelle möchte ich 1 dazuzählen. Und somit haben wir letztendlich aus den Werten, die die Vergleichsfunktion uns ermittelt, die entsprechende Bereichsnummer herausgefunden. Jetzt muss ich das Ganze noch sozusagen in eine einzige Formel packen. Hier habe ich also den Wert, den die Vergleichsfunktion gefunden hat. Dann haben wir gesagt, muss ich 1 abziehen. Von diesem Wert muss ich also 1 abziehen. Und das Ergebnis dieser Rechnung, das heißt, ich muss das hier in runde Klammern schreiben, muss ich durch 3 teilen. Und das Ergebnis von dieser Berechnung nehme ich und addiere nochmal 1 drauf, plus 1, gemäß dieser Vorgehensweise. Somit haben wir jetzt uns eine Formel erarbeitet, die aus dieser Auswahl Aspirin plus C, Aspirin Komplex oder Aspirin Effekt die passende Bereichsnummer ermittelt. Jetzt können wir natürlich in dem Eingabefeld hier eine Packungsgröße auswählen, sagen wir mal die Packungsgröße 20. Und wir können mit der Vergleichsfunktion dann, sagen wir mal, in diesem Bereich ermitteln, an welcher Position diese Packungsgröße gefunden wurde. Wir können also hier eingeben, Vergleich. Wir suchen die Packungsgröße, die hier in der Zelle B13 steht. Wo suchen wir die? Nun, wir suchen sie zum Beispiel in dem Bereich A6 bis A8 und verwenden hierfür wieder eine genaue Übereinstimmung. Runde Klammer zu. Und somit sehen Sie, wenn der Vergleich die entsprechende Packungsgröße gefunden hat, wird er an dieser Stelle tatsächlich auch die richtige Zeilennummer ermitteln. Die Findeposition ist ja in dem Fall übereinstimmend mit der Zeilennummer. Somit kann ich jetzt den Indexbefehl ansetzen und kann sagen, ich möchte mit dem Indexbefehl aus diesen verschiedenen Bereichen, ich muss wieder die Klammer öffnen, um die Bereiche auszuwählen. Aus diesen verschiedenen Bereichen möchte ich den Preis ermitteln, der in der Zeile steht, die hier in der Zelle D13 berechnet wurde. Natürlich in dem jeweiligen Bereich in der Spalte 1. Diese Bereiche haben ja allesamt nur eine Spalte. Und die Bereichsnummer ist diejenige, die sich aus dieser Auswahl hier ergeben hat. Die Bereichsnummer wurde dann hier in der Zelle D12 ermittelt. Wir sagen runde Klammer zu und damit haben wir letztendlich den entsprechenden Preis. Wir sehen Aspirin-Effekt. Das ist dieser Bereich hier, Packungsgröße 20, gibt hier 6,99 Euro. Wir werden das hier nochmal als Währung formatieren, damit es ordentlich aussieht. Und wir probieren nun einfach mal aus, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Ich wähle mal, sagen wir mal hier, Aspirin-Komplex aus, eine Packungsgröße von 40. Und wir sehen, hier kommt korrekt 18 Euro heraus. Ich probiere es mit Aspirin plus C. Und wir sehen, bei Packungsgröße 40 kommt hier korrekt die 9,95 Euro raus. Wir probieren es mal mit Aspirin-Effekt mit einer ungültigen Packungsgröße. Mal sehen, was der Befehl dann ergibt. Sagen wir also Aspirin-Effekt und Sie sehen, hier kommt 0 Euro raus. Nun könnte man natürlich noch mit einer Wenn-Funktion diesen Fall, dass hier 0 Euro herauskommt, abfangen und dann vielleicht ausgeben, nicht gefunden. Aber wenn hier 0 Euro erscheint, dann kann man sich sicherlich auch denken, dass dann die Packungsgröße nicht gefunden wurde. Nun gibt es an der Stelle allerdings noch eine Unschönheit, sagen wir mal.
Wir hatten nämlich einige Probleme hier aus der entsprechenden Auswahl tatsächlich die Bereichsnummer herauszubekommen. Wir mussten hier an dieser Stelle uns tatsächlich mathematisch überlegen, wie wir von den Zahlenwerten, die die Vergleichsfunktion uns liefert, zu der entsprechenden Bereichsnummer kommen. Und das kann man natürlich etwas schöner hinbekommen. Ich werde mal den Bereich hier wieder rauslöschen. Und wir können zum Beispiel folgendermaßen vorgehen. Wir können einfach die Namen dieser Medikamente beispielsweise untereinander schreiben. Machen wir das mal hier an dieser Stelle. Ich nehme mal hier vielleicht die Formatierung raus. Wir löschen hier über den Radiergummi einfach mal alle Formate. Und wir können an der Stelle die Vergleichsfunktion vielleicht nicht hier auf diese Überschriftenzeile anwenden, sondern einfacher hier auf diese Namensliste. Damit ersparen wir dann letztendlich die ganze Rechnerei und wir stellen also fest, wenn Aspirin komplex ausgewählt wurde, dann wird die Vergleichsfunktion die Position 1 hier finden, hier die Position 2 und hier die Position 3. Durch diesen kleinen Trick sozusagen können wir uns die ganze Rechnerei ersparen. Und entsprechend will ich hier die Vergleichsfunktion nochmal abändern. Ich schreibe die einfach nochmal komplett neu auf. Ich sage hier Vergleich, runde Klammer auf. Ich suche das, was hier ausgewählt wurde, in diesem Bereich mit der genauen Übereinstimmung, runde Klammer zu. Und dann sehen Sie, dass die Findeposition in dem Fall gleich der Zeilennummer und somit auch gleich der Bereichsnummer 1, 2 oder 3 ist. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.